Der Ärzteverband Marburger Bund warnt vor einer Überlastung der Normalstationen in Krankenhäusern. Es wäre ein Fehler, bei der Omikron-Welle nur auf die Auslastung der Intensivstationen zu schauen, so die Vorsitzende des Verbands Susanne Jona. Der Großteil der milder verlaufenden Fälle müsse in den Notaufnahmen und auf den Normalstationen behandelt werden. Der Marburger Bund rechnet mit insgesamt deutlich mehr Krankenhauseinweisungen durch Omikron als bei der Delta-Variante.